Schauer, das nächste Wochenhoroskop steht jetzt wieder zur Verfügung für euch für die Woche vom 30.09. bis zum 6.10. Ja, und jetzt geht es natürlich schon in den Oktober hinein. Der Spruch der Woche lautet: Unsere Sonne bekommt einschränkende Saturnspannung. Merkur wechselt in den Skorpion und bekommt große Aufregung durch den Revoluzer Uranus. Ja, in dieser Woche, meine lieben Zuschauer und Leser, beginnt für unsere Sonne ab dem 2.10. eine Prüfungszeit. Die Sonne in der Waage möchte Harmonie und Fairness in ihrem Umfeld erleben, so wie ich das natürlich in der letzten Woche auch schon erläutert habe. Und nun bekommt sie allerdings dieselben Spannungen von Saturn, unserem harten Realitätsfaktor und Prüfer aus dem Behördenzeichen Steinbock, geliefert, so wie es in der letzten Woche auch dem Denker und Planer Merkur und unserer Venus sozusagen ergangen ist. Unser Persönlichkeitskern in der Waage kann nun mit sehr einschränkenden Erfahrungen konfrontiert werden. Das betrifft in dem Fall auch besonders halt die Waagen der zweiten und der dritten Dekade, aber auch unsere Widder, die Widder der zweiten und der dritten Dekade bekommen diese Spannung deutlich zu spüren. Spannung zu Saturn können oft sehr kräftezehrend sein. Sie machen aber auch ehrgeizig und man kann sich mit so einem Spannungsaspekt natürlich auch ganz schön überfordern. Vieles läuft natürlich mit so einer Spannung nicht wie geplant ab. Man kann das Gefühl irgendwie haben, dass einem ständig irgendwie Steine in den Weg gelegt werden oder man gegen Mauern läuft oder man muss eben halt viele Anstrengungen unternehmen, ohne dann entsprechende Erfolge erzielen zu können. In gewisser Hinsicht kann man auch mit Autoritätspersonen in Konflikte geraten. Der lange Arm des Gesetzes ist also in dieser Zeit auch sehr aktiv. Wer in dieser Zeit jetzt nicht auf sich selbst Acht gibt, der kann natürlich auch ganz leicht in Erschöpfungszustände verfallen oder Machtkämpfen zum Opfer fallen. Hier ist es also mal ganz wichtig, bei sich selbst aufzupassen. Auch die genannten Widder, die ich vorhin angesprochen habe, die haben in dieser Zeit also ein eingeschränktes Kräftevolumen. Und man bekommt so eine Art Stop-and-Go-Phase. Der Körper also hat diese Phase, dass er mal richtig powern kann und dann auf einmal wieder gar nicht. Und wenn so eine Stop-and-Go-Phase signalisiert ist, dann ist man auch wirklich gut beraten, eine Pause einzulegen. Ja, unser Denker, also das Denk- und Planungsvermögen, was durch Merkur repräsentiert wird im Horoskop, zeigt in dieser Woche einige Veränderungen an. Denn Merkur wandert am 3.10., dem Tag unserer deutschen Einheit, um 10:15 Uhr in das Sternzeichen Skorpion hinüber und bildet da auch gleich einen herausfordernden Winkel, einen Oppositionswinkel zu Uranus, unserem Revolutionsplaneten. Das ist eine sehr aufregende Verbindung und damit ist das Nervensystem stark unter Spannung. Der Kopf muss hier viele plötzliche und außergewöhnliche Informationen oder Impulse zum Beispiel aus dem Umfeld verarbeiten. Vieles kann jetzt sogar gleichzeitig ablaufen, so dass die Ereignisse schwer zu sortieren sind. Kann also auch mit überhasteten Reaktionen einhergehen, die vielleicht dann später bereut werden. Besser ist es in dieser Zeit im Geist mal eine Ruhepause zu verschaffen, damit man wieder eine klare Linie bekommt. Merkur im Skorpion bekommt einen sehr tiefen Einblick in psychologische Zusammenhänge. Man kann Systeme und strukturierte Muster durchschauen. Man kann mit der Spannung zu Uranus nun aber auch mit sehr wichtigen Informationen überladen werden, die aus der Psyche aufsteigen und die natürlich auch hier Ängste verursachen können. Wenn man diese Aspekte allerdings positiv nutzt, dann bekommt man einen sehr tiefen Zugang zu spirituellen Welten und wissenschaftlichen Zusammenhängen. Was ich immer schön finde, ist, dass dieser Aspekt natürlich auch das astrologische Wissen weiter vervollkommnet. Man hat das Gefühl, dass dieses astrologische Wissen mehr in den Fokus gerückt wird.
Ist eine sehr, sehr gute Sache, weil man damit natürlich auch die Chance hat, dass dieses Wissen mehr in die Öffentlichkeit kommt, anwendbarer wird und somit viele Menschen mehr erfahren können, wie sie an ihre Potenziale rankommen und in ihre eigene Kraft. Wer da mehr Informationen dazu erfahren möchte, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.barbe-roy.com. So, unser Liebesplanet Venus, der bekommt in dieser Woche noch weiterhin die herausfordernden plutonischen Kräfte zu spüren. In Liebesangelegenheiten kann es sehr zwingende Erfahrungen weiterhin geben. Wenn so ein Aspekt zum Beispiel im Partnerhoroskop vorhanden ist, dann hat man oft das Gefühl, dass man nicht wirklich miteinander kann, aber auch nicht ohne den anderen. Man fühlt sich wie in einer Zwangsjacke. Auch Liebesaffären können damit verhängnisvolle Erlebnisse haben, also beinhalten, ja. Das nur mal jetzt als Vergleich, wenn Sie so einen schwierigen Aspekt persönlich erleben. Da ja Venus auch immer mit Besitz und mit Geld in Kontakt steht, kann das auch mit genau diesen Gebieten Erfahrung verursachen, gerade wenn es um Geld und Besitz geht. Da muss man dann aber auch wieder schauen, wie die eigenen persönlichen Horoskopdaten dazu platziert sind. So, Mars, unser Energielieferant, steht in dieser Woche, also geht generell keine Verbindung zu anderen Planeten ein. Er wechselt am 4.10. um 6:22 Uhr von der Jungfrau in die Waage und damit steht er in seinem entgegengesetzten Zeichen. Hier wirkt Mars nicht mehr so kämpferisch und impulsiv. Jetzt wollen die Energien diplomatischer und mit mehr Charme eingesetzt werden. Und ein Mars in der Waage ist allerdings auch recht konfliktscheu, was dann auch sehr also eine Art distanziertes Verhalten verursachen kann. Muss man schauen, wie das bei einem persönlich im eigenen Horoskop sich in Verbindung begibt. Ja. So, dann haben wir unseren Jupiter, der Glücksplanet. Der behält die Neptunspannung bei, die ich immer noch, also die immer noch vorhanden ist und die natürlich auch immer noch Illusionen verursacht. Und was ich dazu in den vergangenen Wochen einfach erläutert habe, das bleibt hier weiter aktuell. Jupiter im Schützen wirkt trotz seiner Spannung auch immer noch für uns als ein himmlischer Schutz. So, unser Neptun, der im überpersönlichen Bereich wirkt, ist unser Seelentieftaucher, der bleibt in der engen Umarmung mit Lilith, dem schwarzen Mond. Und damit bleiben natürlich auch die Infos, die ich dazu in der letzten Woche gegeben habe, weiter aktuell. Aufpassen, mit welchen Dingen man in Kontakt kommt und ob man sich wie in einen Sog hineinziehen lässt. Wer da wieder genauere Informationen haben möchte, kann es natürlich wieder ganz einfach bei mir unter www.berbe-roy.com. Alles in allem wird die kommende Woche einige Aufregung im Gepäck haben und ich wünsche uns natürlich allen einen klaren Kopf und kluge Entscheidungsfähigkeit. Ja, mein Jahrbuch der Wochenhoroskope 2019 steht immer noch auf meiner Webseite zur Verfügung und ihr habt die Möglichkeit, immer noch mit den Sternen zu planen, die letzten 3 Monate, und es ist immer noch eine wunderbare Orientierungshilfe. Tja, und die neuen Jahreshoroskope sind in Arbeit. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, die vorhandenen Jahreshoroskope und eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch in meiner Webseite anzufordern. Unter den Kontaktdaten, die hier auf der linken Seite sind, bin ich natürlich auch erreichbar und ich melde mich auch innerhalb kürzester Zeit zurück. Ich danke euch immer für eure wunderbaren Feedbacks, über eure Kommentare und freue mich natürlich weiterhin mit euch in Kontakt zu stehen und beantworte euch auch, so weit es mir möglich ist, immer in kürzester Zeit eure Themen, die euch beschäftigen. Gebt mir einfach auch Info, wie ihr selbst das erlebt, was ich euch hier so als Informationen vermittle. Nun wünsche ich euch erstmal wieder alles, alles Liebe von mir, Bärbel Roy, eure Astrologin. Bis zur kommenden Woche. Tschüss, macht's gut.